Sind Sie ehrlich, Sie haben kurzfristig daran gedacht, in dieser Nacht, in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1990, sollte man eigentlich in Berlin sein. Sie haben es gedacht und haben es bleiben lassen. Können Sie auch, denn dafür haben Sie jetzt den Gottschalk. Wir werden uns für Sie heute Nacht in Berlin, vom 2. auf den 3. zwischen 7 und 7. Sie sehen die Uhr auf der Gedächtniskirche. Es ist kurz nach 7, 12 Stunden lang werden wir für Sie diese Nacht live miterleben. Es wird mir so gehen, wie es vielleicht Ihnen gegangen wäre. Vieles, was man sehen will, sieht man nicht. Viele Menschen, die man sprechen wollte, an die kommt man überhaupt nicht dran. Wir werden unser Möglichstes tun, werden rumgestoßen werden und werden gegen morgen früh um 7 sagen, gut, dass Sie es gelassen haben. Wir tun es. Wir sind ausgerüstet, wie man in dieser Nacht ausgerüstet sein sollte. Dieses ist die Grundausstattung. Dann haben wir selbstverständlich für die feierlichen Momente den sogenannten Wiedervereinreiher. Ein guter Anzug. Natürlich in der alten klassischen Form des Bratenrockes. Schauen Sie, nun ist es ehrlich gesagt ein Zweireiher. Aber auch das ist ja symbolisch. Genauso wie beim Anzug aus zwei Teilen ein Ganzes wird, so wird ja auch in der Nacht von heute auf morgen aus zwei Teilen wieder ein Land. Dies ist also der große Anzug, wenn wir nach 0.30 Uhr vielleicht die Größen aus Politik von hier und dort zum ersten Mal vor die Kamera bekommen. Und dies ist der sogenannte leichte Wiedervereinigungsanzug. Also in der Nacht, egal was uns passiert, werde ich diese Jacke tragen. Damit sollten wir eigentlich überall reinkommen, wo Sie sonst auch reingekommen wären. Begleiten Sie uns in dieser Nacht durch Berlin von 7 bis 7 live dabei mit Gottschalk. Herr Momper, Sie noch ganz in Rot, ich schon schwarz-rot-gold. Haben Sie, als Sie damals gesagt haben, heute ist Berlin die glücklichste Stadt der Welt, daran gedacht, dass Sie mal der glücklichste Bürgermeister einer Stadt sein können, nämlich heute. Ist das für Sie ein Glücksgefühl im Moment oder hat sich das wieder ein bisschen gelegt? Sind Sie realistischer? Nein, also es ist schon ein Glücksgefühl, denn das erlebt man nur einmal im Leben und wir können wirklich sagen, wir sind dabei gewesen. Natürlich gibt es die Probleme und die sieht man jetzt auch klarer, als man sie, weiß ich, vor Monaten oder damals im November gesehen hat. Aber wir Politiker werden dafür bezahlt, dass wir Probleme bewältigen und ich denke, das kann man auch machen. Ich sehe hier die Menschen, die sich freuen, die feiern wollen, die diese große Freude auch zum Ausdruck bringen wollen und ich freue mich mit. Also es ist schon ein Glücksgefühl und muss auch sagen, ich gehöre schon zu den glücklichsten Bürgermeistern der Welt, das stimmt. Ist bei Ihnen der Traum, der erste Bürgermeister eines Berlin, einer Hauptstadt Berlin zu sein? Ja, das ist eine Herausforderung für jeden Politiker, ganz klar, für mich auch und ich bin sehr froh und bin sehr glücklich darüber, dass ich diese Zeit als regierender Bürgermeister hier erleben darf, die Politik mitgestalten darf, die Verantwortung tragen darf. Und als Gesamt-Berliner Bürgermeister, klar, das ist eine Herausforderung nach Ernst Reuter, ohne Frage. Heute also für Sie eine Nacht des Feierns. Wir wünschen alles Gute für das geeinte Berlin. Servus. Schönen Dank. Jetzt kurz vor 9:30 und hinter mir das Brandenburger Tor. Wir sind jetzt wieder auf der westlichen Seite, so es das überhaupt noch gibt, aber ich meine, die Himmelsrichtung haben sie ja nicht geändert. Und das Ganze ist jetzt so zwei Stunden vor dem großen Ereignis. Natürlich gibt es bei solchen Geschichten unheimliche Sicherheitsvorkehrungen. Im Wesentlichen ist es aber mehr ein Organisieren der Feierlichkeiten als irgendwelche Schutzmaßnahmen, glaube ich zumindest. Früher konnte man sagen, das sind unsere und das sind die anderen. Jetzt sind alles unsere bzw. alle die anderen. Aber das sind zum Beispiel unsere. Das heißt, sie haben sich jetzt in die sozusagen schützende Sicherheit der grünen Busse begeben. Ich wollte einfach nur mal fragen, Servus. Ihr seid jetzt was Bundesgrenzschutz, oder? Und ihr seid heute da. Ist das mehr so einfach zum Organisieren oder seid ihr mehr für Sicherheit oder wisst ihr selber nicht, warum ihr da seid? Sicherheit? Ja. Erlebt ihr das Ganze auch ein bisschen so feiermäßig mit? Also gar nicht? Mit den Feierlichkeiten kriegen wir so überhaupt keinen Kontakt im Moment. Ja, der Kollege macht gleich Kontaktfernsehen hier. Das ist Bundesgrenzschutz, oder? Berliner Polizei. Berliner Polizei. Man kennt es ja nicht mehr auseinander. Alle grün, alle beiden grün auf einmal. Also was heißt Berliner Polizei ist jetzt West-Berliner Polizei? Richtig. Ist aber kein Überwachungsauftrag hier. Kein Überwachungsauftrag, nein. Wie geht es denn so also mit dem, sind das jetzt neue Kollegen oder ist Kollege einfach Kollege? Kollege ist einfach Kollege jetzt.
Morgen 11 Uhr Vormittag, der große Empfang des Bundespräsidenten, zu dem Sie und ich leider wieder nicht eingeladen sind. Aber wir sind 12 Stunden ungefähr vorher bereits da und interessanterweise ist fast alles schon fertig. Hier der Küchenchef. Ihr habt auch in einer Wiedervereinigung sozusagen zweier großer Hotels hier, Interconti und Schweizerhof, genau, um das Ganze hinzukriegen. Ja. Wie viele Gäste werden kommen? Wenn 3000 Gäste kommen. Alleine kriegt man das gar nicht hin. 3000 Köche kochen für 3000 Gäste. Wie viel habt ihr gehabt? Wie viele Herren mit weißen Mützen waren bei der Arbeit? Seit 3 Tagen sind wir dabei. Rund um die Uhr, mehr oder weniger. Natürlich nicht mit den gleichen Leuten. 120 Köche. Und wie schon gesagt, der Countdown läuft. 12 Stunden haben wir noch Zeit. Wir sind ganz gut mit der Vorbereitung. Und wir brauchen aber die restlichen 12 Stunden noch. Nachdem das Ganze ja auch unter einem Motto steht, also Tag der Einheit, gibt es auch ein Speisemotto? Kann man sagen, dass irgendetwas, was hier zu essen ist, mit Deutschland, mit dem wiedervereinigten Deutschland zu tun hat? Natürlich. Alles hat einen Bezug zu dem Motto Wiedervereinigung. Es ist ein Streifzug durch die kulinarischen Leckereien aus deutschen Landen. Und, Ost- und Westdeutsch? Ost und West, beide Teile. Ein Streifzug durch 16 Bundesländer. Ich kann Ihnen ja mal so ein bisschen was gerade zeigen. Wollte ich raten, ja. Ja, westfälische so Kartenschinken, Schlachteplatte, Holsteiner Kartenschinken von der Nord- und Ostseeküste, die Fischpasteten und Terrinen. Wo ist Leipziger Allerlei? Leipziger Allerlei haben wir dann, wenn wir das Buffet abräumen, alles in einen Topf werfen, ist dann das Leipziger Allerlei. Was ist dieses hier? Hier haben wir eine Pfälzer Fasanenpastete. Kein Mauerkuchen. Kein Mauerkuchen, sieht zwar so aus wie ein Brick on the Wall, aber ich kann ja mal ein Stück anschneiden. Oh, das wäre toll. Möchten. Ich darf versuchen. Ja? So, Fasan passt ja jetzt auch in die Jahreszeit. Mit der Hand oder so? Oh, nee, einfach ein Stückchen. Meine Damen und Herren, dieses wird bereits morgen unser Bundespräsident essen. Wir machen kurz den Vortest, 11 Stunden vorher. Zerfällt dem Mund nicht in der Hand. Allerdings wird morgen natürlich mit silbernem Besteck gegessen. Natürlich, klar. Präsidabel. Es verfällt in diesem Moment jener Presseausweis mit der schwarz-rot-goldenen Kordel und dieser kleine Tritt in Kraft, den nur ganz wenige haben. Deswegen stecken wir uns vorsichtig ein. Und es findet selbstverständlich jetzt auch der Jackettwechsel statt. Denn jetzt wird es feierlich. Anschließend im Reichstag ist nämlich dann auch der relativ exklusive Zirkel um unsere Bundestagspräsidentin Frau Süssmuth. Die werden wir also nachher auf einer Party erleben und dort vielleicht auch den ein oder anderen Würdenträger begrüßen. Jetzt also würde ich sagen, trotz Geböller mit dem wichtigen Ausweis und der richtigen Jacke in den Reichstag. So, nun ist es gleich 0 Uhr. Jetzt hören Sie die Glocken läuten und das Motto ist jetzt Einigkeit und Recht und Feuerwerk. Das ist der Freudentaumel, der jetzt beginnt. Sie hören die Glocken und jetzt schweigen wir mal fein Stille in diesem Moment. Also die erhabenen Klänge, die da vorher zu hören waren, die selbst mich mitgerissen haben, das wart ihr. Was war das für ein Stück? Das letzte war die Hymne. Die habe ich gekannt. Nein, vorher diese Einstimmung auf die Vereinigung. Querbeet, ich weiß es nicht. Weil das, Ja, Gabriel war dabei. Was haben wir noch? Ja. Denkt man in so einem Moment nur als Musiker und sagt, hoffentlich blase ich die richtige Note? Oder habt ihr trotz Mitarbeit... Man konzentriert ja, sich. Klar. Aber habt ihr trotz Mitarbeit etwas von der Größe der Stunde empfunden, dass man... In jedem Fall, ja. Man ist mit einem Auge doch ein bisschen auch unten bei den Zuschauern und so weiter. Man empfindet das doch ein bisschen anders. Es ist kein normales Konzert für uns. Ihr seid Mädchen aus dem Chor, die gerade das Deutschlandlied gesungen haben. Habt ihr es extra für den heutigen Anlass gelernt oder habt ihr das alle schon vorher drauf gehabt? Ja, also ich komme aus Ostberlin. Ich kannte das vorher nicht so gut, also nur die Melodie. Würdest du einen Satz, wer kommt aus dem Westen? Jetzt müssen wir, würdest du einen Satz von der ehemaligen Osthymne überhaupt kennen? Nee, nur aus Ruinen, auferstanden. Ja, auferstanden. Auferstanden aus Ruinen. Und der Zukunftsplan, ja. Aber weiter. Immerhin. Ich meine, jetzt mal ganz, ist es schwer, so eine neue Hymne plötzlich als seine Hymne zu singen? Hast du das Gefühl gehabt, ich singe einfach ein Lied jetzt konzertmäßig oder hast du irgendwie gedacht, das ist meine neue Nationalhymne? Also ich habe nicht gedacht, dass es meine neue Nationalhymne ist, aber also ich habe nichts gegen die Melodie, ich mag keinen und der Text, ist dagegen kann man auch nichts sagen, deswegen habe ich das mitgesungen. Aber ich finde Nationalhymnen prinzipiell nicht so doll.
Ich mit ihm können wir auch nichts gesehen. Nee, nichts kann ich gesehen. Da können wir das ja ins, vielleicht ja. in der nein, das sind die. Das sind die Schuhe für den Tag der Deutschen Einheit. Der Tag der Deutschen Einheit, jawohl. Das ist ja auf festem Boden. Aber vielleicht doch eine Frage, weil ich jetzt hier jung und mach mal gleich los, ne? Also ihr habt die Fahne getragen und hochgezogen. Getragen und hochgezogen. Ich meine, man sagt ja, junge Menschen haben eigentlich kaum Verhältnisse zu Fahnen, zu Symbolen. Habt ihr vielleicht gerade durch diese Aktion ein besonderes Verhältnis entwickelt? Habt ihr es vorher schon gehabt? Oder seid ihr aus irgendeiner Form besonders prädestiniert dafür? Wir wurden angesprochen, ob wir es machen wollen, und da haben wir gesagt, ja, wir machen das. Ich sehe Sie hier als einen der wenigen junger Menschen. Ich glaube, das, was heute passiert, geht ja eigentlich diese Generation viel mehr an, als vielleicht viele von denen, die heute gesprochen haben. Ist das für Sie auch ein Anlass, im Grunde positiv in die Zukunft zu sehen, gerade für die jungen Leute? Also ich war froh, dass heute Abend so viele junge Leute auf dem Platz waren, weil ja immer die junge Generation sagt, also wir kennen das Land nicht, wir kennen die junge Generation nicht und ihr habt das alles ohne uns gemacht. Und inzwischen habe ich den Eindruck, nun ist es soweit und jetzt seid ihr auch dafür. Aber ich bin dennoch überzeugt, kennen tun sie sich noch nicht. Didi, nur ist das ja heute ein Festakt im Wesentlichen. Wir sind zwar auch dunkel gewandet, aber man kennt uns natürlich eher als Lester und Schandmäuler, denn als Patrioten. Was ist denn so in deinem Kopf heute vorgegangen? Berliner, Kabarettist, aber durchaus auch Komiker, ernst oder heiteres? Weißt du musst begreifen, dass ich aus der DDR komme. Ich bin da zur Schule gegangen, ich habe da angefangen zu studieren und so weiter. Schon eher ernstes, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Und für mich signalisiert der Fall der Mauer und das Zusammenwachsen von den zwei deutschen Staaten in erster Linie, dass es eben selbst im 20. Jahrhundert im Zeichen der Atombombe in überzüchteter Rüstung möglich ist, schwierige politische Probleme friedlich und gewaltfrei zu lösen. Und das ist natürlich eher ein etwas ernster Gedanke, auch wenn man den von mir nicht erwartet. Sie werden in die Geschichte und in die Lexikas als einer der Architekten dieser deutschen Einheit eingehen. Aber ich glaube, was Sie im letzten Jahr auch körperlich geleistet haben, das gibt, und weil Ihre Frau gerade neben Ihnen sitzt, sicher Anlass zur Sorge. Ich meine, muss er jetzt zur Kur oder gibt es jetzt erstmal Feier für ihn, Arbeitsverbot die nächsten 4 Wochen? Er ist ja zwar, sieht gut aus, aber hat doch... Also eben meine Frau antwortet, würde ich sagen, das, was im letzten Jahr passiert ist, das war eine Kur für mich. Gut, also wird er jetzt kurz eingezogen und zur Kur geschickt? Nein, im Moment noch nicht möglich. Jetzt kommt erst der Wahlkampf, aber vielleicht sind dann ein paar Tage Ferien drin. Sie sind fit, man muss sich keine Sorgen machen. Sie müssen sich keine Sorgen machen, Herr Gottschalk, Sie müssen mit mir rechnen. Sag ich dir jetzt. Gut, danke. Nein, ich will Sie nicht. Das ist doch mit Mantel auch gut. Nee, das ist nein. So, darf ich ihn einfach. Herr Brandt, ich habe Sie bei diesem doch recht denkwürdigen Gespräch, Herr Bundeskanzler, und Sie gesehen. Und ich habe mich wie viele auch gefreut, dass da offensichtlich für einen relativ kurzen Zeitraum doch die Gemeinsamkeit des Bürgers durchgekommen ist, zurückgetreten ist der Politiker. Das war, ich glaube, ein Moment, den viele so empfunden haben. Sie auch? Ja, nicht ganz so. Der Politiker, nämlich der jetzt mit Ihnen spricht, weiß, dass in der Demokratie gestritten werden muss, dass unterschiedliche Meinungen miteinander ringen müssen, dass aber eben große Fragen gibt, die es notwendig machen, dass man zusammenrückt. Und das kam an dem Abend wohl ein bisschen rüber. Wie haben Sie den Moment da draußen miterlebt? Mehr im Kopf oder mehr im Herzen? Doch jetzt mehr im Herzen. Also mir ist, sage ich Ihnen ganz offen, nach lauten Feiern heute Nacht gar nicht zumute, aber dies berührt einen schon sehr stark, wenn etwas, was vor einem Jahr noch keiner so und jetzt für möglich hielt, dann doch Wirklichkeit wird. Und wenn man weiß, wie viele getrennte Familien nun endgültig wieder zusammen sind, wie unter dem gemeinsamen staatlichen Dach doch auch vergleichbare Lebensbedingungen geschaffen werden können, das ist schon etwas Großes, Schönes. Auch für die Jahre, die man noch hat, Ermutigendes. Dankeschön. Solche großen Momente, glaube ich, gibt es selten im Leben. Haben Sie auch diesen Schritt jetzt, der für Sie sicher anders aussieht als für viele auf der anderen Seite? Haben Sie die Träne auch gespürt irgendwo? War es für Sie auch ein Ende, ein Abschluss? Es war ein Abschluss und es war ein Neuanfang. Und ich glaube, in so einer Stunde
ein bisschen gerührt zu sein, das, dafür muss man sich nicht schämen. Wie gesagt, blicken Sie zurück in diesen Moment und sagen Sie, vieles wird nie mehr so sein, wie es war, oder blicken Sie heute nur nach vorne und sagen, ich freue mich auf das, was kommt? Also ich blicke heute nach vorne, aber ich denke, wir werden auch noch häufig zurückblicken müssen. Ist Ihnen heute nach Feiern zumute? Herr Brandt hat gerade gesagt, es ist für ihn ein Moment, wo er gar nicht so an das, was da draußen jetzt vor sich geht, denkt, nämlich nur Feiern und Feuerwerk. Ist das etwas, was auch sehr leise gepflegt werden muss? Man kann sowas mit Feuerwerk feiern und man kann es auch anders bedenken. Wir waren vorhin im Schauspielhaus und haben dort Beethovens 9. gehört. Das war mir persönlich an diesem Abend vielleicht ein bisschen wichtiger. Oh, die Fahne? Kalt ist das, war das die große? Die ist geworfen worden direkt und wir haben sie auch getroffen. Und das ist ein Glückswurf. Ja. Wie ist es denn, ne? Aha. Grüß Gott, muss man eigentlich Glückwunsch sagen. Ich meine, darf man gratulieren? Haben Sie das Gefühl, dass das, was heute passiert ist, wirklich, darf ich ganz kurz unvermessen sein, ist eigentlich so. Ja. Ja. Machen Sie das. So, aber jetzt. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass das, was heute passiert ist, wirklich auch mit Ihrer Hilfe passiert ist? Ein bisschen Stolz ist erlaubt. Ja, aber das ist nicht das Wichtigste. Ich war in einer geschichtlichen Stunde auf einem wichtigen Platz als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Ich habe immer an die Wiedervereinigung geglaubt. Ich habe nicht gewusst, dass sie jetzt und heute möglich ist. Ich habe noch im November des vergangenen Jahres, als ich die 10 Punkte im Bundestag vortrug, eigentlich gedacht, die europäische Einigung im Blick auf den großen Markt, 31. Dezember 92, kommt vor der deutschen Einigung. Seit dem 19. Dezember, als ich in Dresden war und abends vor über 100.000 an der Kirche sprach, an der Frauenkirche sprach, wusste ich, es dauert nicht mehr lange. Ich habe versucht, mein Bestes zu tun. Wie der Anteil ist, das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist, wir leben wieder in einem vereinten Deutschland als Deutsche, Europäer und europäische Deutsche. Und ich wünsche mir von Herzen in dieser Stunde, dass wir die 10 Jahre nutzen, die 90er Jahre bis zum Ende des Jahrhunderts, um vieles von dem, was auch durch deutsche Schuld in diesem Jahrhundert in schlimme Unordnung geraten ist, wieder einigermaßen in Ordnung zu bringen. Bei uns zu Hause in Deutschland, außerhalb unserer Grenze in Europa. Und dass wir nicht vergessen, in dieser Stunde des Glücks als eines der wohlhabenden Länder der Welt, dass es anderswo viele gibt, die voller Hoffnung auf dieses größere, stärkere Deutschland blicken. Und dass wir die nicht vergessen. Dankeschön. Bitteschön. Herr Kohl. Hinwechsel und ich sehe zwar 2 Jahre älter aus, sind aber nur 2 Stunden der Zwischenzeit vergangen. Das Vereinigte Deutschland ist 3 Stunden alt und wir sind hier in einer Berliner Kneipe. Habt ihr heute einen besonderen Abend gehabt? Na, wir wollten ein bisschen hier in die Einigkeit feiern und waren gemütlich zusammen und haben auch schön einen getrunken. Und naja, nun haben wir schon einen ganz leichten Glimmer und nun habt ihr uns überrascht und nun musste ich in die Küche und war ganz erstaunt und habe alle meine Reserven herausgeholt. Die deutsche Wiedervereinigung, muss ich dazu sagen, dass die deutsche Wiedervereinigung gar nicht schneller als schnell gehen kann, alldieweil uns das als Steuerzahler Geld kostet. Richtig, stimmt. Alldieweil es kostet es und es kostet es und. Naja, nun. Pass mal auf, Thomas. Ja, stimmt. Also, wenn Sie das noch länger hinausgeschoben hätten und so weiter, dann wäre auf der anderen Seite das auf unseren Steuern noch weiter rauf. Ja. Das ist richtig. Da hast du vollkommen recht. Weil es dementsprechend, also auf die Basis, die young ist, musste das schnell über die Bühne gehen. Da gibt es bestimmte Entwicklungen, Schwierigkeiten, also Komplikationen, die sind ganz normal. Ja, von Hause aus. Dann ist okay. Weil uns das Tick immer Geld kostet. Es kostet sowieso viel zu viel Geld. Du baust einen neuen Staat, baust du neu auf. Nein. Dafür brauchst du unheimlich viel Geld. Ja, nein, aber das stimmt auf der anderen Seite nicht, weil wir auf der anderen Seite dementsprechend durch die DDR dementsprechend die Verbindung zu den Ostblockländern haben und durch die Wirtschaft dadurch. Welche Wirtschaft? Angekurbelt wurde. Ja, DDR-Wirtschaft ist doch tot. Was willst du mir denn erzählen? DDR-Wirtschaft ist tot. Nein. Nein, sagt er mir. Ich sage dir ja. Eine Nacht wie keine andere in Berlin. Es ist jetzt 4:15. Wir
beginnen bereits die Schwere der Nacht und die Bedeutung der Nacht auch in den Gliedern zu spüren. Andere sind es gewohnt, länger aufzubleiben. Und wir wollen auch mal gucken, wie in diesen Geschäften, wo die langen Nächte an der Tagesordnung sind, diese Nacht, ob sie eine besondere war oder eine Nacht wie jeder andere. Mal sehen, ob sie mich überhaupt kennen da drin. Einmal jetzt. Servus. Navent. Hoppala. Servus. Ich bin's, gell? Mich interessieren natürlich mehr die Mädels als die Herren, aber trotzdem herzlich willkommen. Pass auf. Ja? Beste. Mensch, dass wir uns mal treffen. Ich wollte eigentlich mal bei euch. Entschuldigung. Ja. Wollte eigentlich mal bei euch fragen. Ist das heute eine Nacht gewesen für euch wie jede andere? Oder würden Sie sagen, es ist schon etwas ganz Besonderes? Mit dem Licht sind wir immer unterwegs. Fräulein. Ich spreche wenig Deutsch. Ach so, aber trotzdem, ich meine, Sophia. Auch kein Deutsch. Kennen Sie auch alle kein Deutsch mehr? Deutschland vereinigt sich und keiner spricht Deutsch. Und Sie, der Frau, Sie sprechen auch Deutsch? Ja, so ein bisschen schon. Ja. Auch wenn Sie so heute zurückdenken, haben Sie sich ein bisschen was angeguckt von den Feierlichkeiten im Fernsehen? Konnte ich mal gar nichts ansehen, weil ich nicht zu Hause war. Ja, aber ich gucke es morgen nach. Oh. Ja. Hymne und so. Würden Sie die Deutschland-Hymne, die heute gesungen wurde, hinkriegen, die erste Strophe? Nee, die werde ich nicht hinkriegen heute. Nein, ich erstmal Lüpper, der ist da draußen. Ihr wollt ja mehr in Ransdorfer Lüpper, keine nicht? Keine Stimme. Nein, die brauchen Sie nicht singen, aber den Text würden Sie können? Nein. Alle Bilder sind ungewohnt heute. Da, wo jetzt die Blitzlichter flackern, der Müllautos, die jetzt den Dreck wegmachen, war vor kurzem noch die Mauer. Und du hast sicher auch noch nie den Platz vom Brandenburger Tor gefegt hier. Nee, noch nicht. Das ist also jetzt so der Müll, der weggekarrt wird. Das sind riesige Haufen. Was waren so das meiste? Wahrscheinlich Bierdosen. Ja, Flaschen, also Sektflaschen und Bierdosen. Und eben sehr viel, also nur alkoholische Getränke eigentlich. War denn sehr viel Schwarz-Rot-Gold ist dabei, also sehr viel Fähnchen oder so oder weniger? Ja, also sehr viel Fahnen. Also viele Leute haben sich darüber eben gefreut, dass sie eben wieder vereinigt werden und haben dann diese Preise gegeben mit den Fahnen eben. 5:05 und jetzt werden wir von Räumfahrzeugen eingekallt, aber Kollege Karl Moik würde jetzt sagen, ey, Wahnsinn. Und wir wollen in der Tat das tun, was viele in der letzten Zeit getan haben, nämlich sich diesen berühmten Gang durchs Brandenburger Tor einmal anschauen. So jetzt, früh um 5, am 3. Oktober, am ersten Tag, an dem es ein Einig-Deutschland gibt, unterschreiten wir hier das Brandenburger Tor und sind jetzt im Osten. Das heißt, wir wären eigentlich längst im Osten, weil die Mauer ja bereits da hinten war. Oh, vielleicht können wir die beiden gleich fragen, wie war denn die Nacht so für euch? Gab es viel Stress oder war es locker? Ja, es ging eigentlich. Es war normal, aufgrund der vielen Leute. Ansonsten war es, naja, Feiertag. Also die Probleme, die ihr gehabt habt, haben sich mehr durch die Massen ergeben, aber ist niemand ausgeflippt oder war auch im Grunde, Randale gab es kaum? Gab es kaum, ehrlich. War nicht großartig. Die Masse der Menschen war nicht gut eingeschätzt. Die mussten ja nun alle hier durch und das ging nicht mehr. 6 Uhr früh, unseren 12-Stunden-Trip haben wir bald durch. Aber er hat, glaube ich, auch nicht viel geschlafen. Habt ihr die ganze Nacht verkauft hier? Die ganze Nacht durchgemacht. Seit gestern bis heute früh rin und heute auch noch den ganzen Tag bis 22 Uhr, wie die Veranstaltungen sind. Was waren denn die Renner aus dem Sortiment? Die also Renner waren erstmal Feuerwerkskörper, sehr viel dieses T-Shirt. Dann Einigkeit, Recht und Freiheit. Dieses T-Shirt war sehr gefragt. Dann hier vom 9. November. Dieses T-Shirt, sehr viel hier, diese Bierkrüge sind sehr gefragt immer bei den ganzen Touristen und dann die ganzen Deutschlandfahren, die leider alle schon weg sind. Aber Fackeln auch, ja, also ich erinnere mich, mit 16 oder 17 stand ich am 17. Juni in Kulmbach mit einer Fackel zur Einheit und hier werden die Fackeln jetzt am Tag der Einheit verkauft. Ist das jetzt für euch ein reiner Job? Ich meine, dass ihr sagt, okay, wir verkaufen und was weggeht, ist unser Geschäft. Oder ist das für euch trotzdem ein Moment, der also jetzt nicht nur vom Geschäftsmäßigen, sondern auch von der inneren Rührung her ein bisschen... Sagen wir mal, die Nacht war für uns sehr beeindruckend, ging es uns nicht ums Geschäft. Schon das Dabeisein, die Ehre, dass wir hier stehen durften, mit dran teilhaben durften, war für uns fantastisch. Streckenweise ein bisschen beängstigend, weil es wirklich so eng wurde hier, dass wir aus den Boden raus mussten und wirklich nach hinten gehen mussten, weil es ging nicht mehr. Es war so voll gewesen. War ganz fantastisch, das Feuerwerk und so, es war beeindruckend hier. So, und wir stellen uns jetzt an zu einem gesamtdeutschen Frühstück. Ich werde Ihnen einen kleinen Tipp jetzt geben, wie Sie zu einem schwarz-rot-goldenen Frühstücksmenü kommen. Gerade Berliner sind ja
Klassiker dafür. Man bestelle das, was ich gleich bestellen werde. So, eine Currywurst hätte ich gern. Habt ihr eine schöne schwarze? Ja, genau, mit Pommes. Dankeschön. So. Ja. Dankeschön. So, da lacht das Herz. Da lohnt sich auch die durchgemachte Nacht. So schön kann Fernsehen sein. Ah, das haut rein. Wunderbar. Sehen Sie? War nicht schwarz genug, sonst wäre schwarz-rot-gold. Aber so ein bisschen, ne? Wollen Sie mal? Guten Morgen, Deutschland. Heißt es heute allenthalben, Herr Minister. Sie sind der Erste, der im Dienste des neuen Deutschlands, sage ich mal, früh aufgestanden ist. Ein gutes Erwachen? Ja, sicher. Heute Nacht, die Nacht war kurz, aber es war schön um Mitternacht und es ist schön heute Morgen. An diesem Tag, also am ersten Tag des gemeinsamen Deutschlands, wen haben Sie in Ihr Morgengebet eingeschlossen? Herrn Kohl, Herrn Genscher und Herrn Gorbatschow oder alle drei? Alle drei und Herrn Bush auch, aber vor allen Dingen ist meine Hoffnung, dass die Deutschen in diesem gemeinsamen Vaterland nun rasch dazu kommen, dass wir wirklich zusammenfinden und dass auch die Verhältnisse in den 5 neuen Ländern bald so werden wie bei uns. Herzlichen Dank, einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Danke, Wiedersehen. So, damit schließt sich der Kreis. Also wir haben sogar 5 Minuten überzogen, wofür ich mich entschuldige. Wir haben 7:05 vor der Gedächtniskirche angefangen. Es ist jetzt 10:07 morgens am 3. Und wir sehen uns wieder. Das heißt, wir haben uns ja schon gesehen, beziehungsweise wir sehen uns dauernd. Am 3. abends in Gottschalk. Danke. Ich werde vielleicht zwischendurch, nein, ich schlafe nicht. Das tun wir uns nicht an. Wir kommen so, wie wir sind.